Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 67, Beschlussempfehlung der Ausschüsse zu Petitionen, Drucksache 19/64/87. Es wurde mir mitgeteilt, dass die Fraktion DIE LINKE zwei Petitionen getrennt abgestimmt haben möchte. Das ist zum einen die Petition 09/345/19 und zum anderen die Petition 04/388/19. Ich lasse erst über die Petition 39/45/19 abstimmen. Wer ihr zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP, SPD. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion DIE LINKE. Somit ist sie angenommen worden. Verzeihen Sie bitte, Frau Kollegin. Sie haben sich enthalten, Frau Kollegin Öztürk. Gut, ändert aber jetzt nichts am Ergebnis. Dann lasse ich über die Petition, die Beschlussfassung zur Petition 04/388/19 abstimmen. Wer dieser Beschlussempfehlung zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, FDP, SPD. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion DIE LINKE. Wer enthält sich? Frau Kollegin Öztürk. Somit ist auch diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Dann lasse ich über die Beschlussempfehlung Drucksache 19/64/87 im Ganzen, im Gesamten abstimmen. Wer stimmt dazu? CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, FDP, SPD und DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Und somit ist diese angenommen worden. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 58, Beschlussempfehlung, Bericht. Ich würde fragen, wie danach können wir es in der Kurzfassung vornehmen? Dann machen wir das so. Vielen Dank. Dann lasse ich abstimmen über den Top 58, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19/65/13 zu 19/41/11. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? FDP. Wer enthält sich? Fraktionen von SPD, DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Tagesordnungspunkt 59, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19/65/15 zu 19/64/11. Bitte schön, Herr Kollege Lenders. Frau Präsidentin, der Punkt A hat zwei Punkte, 1 und 2. Die hätten wir ganz gerne getrennt abgestimmt. Dann machen wir das so. Dann lasse ich zuerst abstimmen über den Punkt 1. Wer diesem Punkt 1 zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Fraktion von CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? FDP, SPD, DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Somit ist dieser Punkt 1 angenommen worden. Dann lasse ich über den Punkt 2 abstimmen. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? SPD, DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Wer enthält sich? Die FDP-Fraktion. Somit ist auch dieser Punkt angenommen worden. Und somit ist in Gänze diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 60, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19/65/19 zu 19/61/94. Wer dieser Beschlussempfehlung zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? FDP, SPD, DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 61, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19/65/21 zu 19/63/37. Wer dieser Beschlussempfehlung zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? SPD, FDP, DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Beschlussempfehlung. Tagesordnungspunkt 62, Beschlussempfehlung 19/65/23 zu 19/62/89. Wer hier zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, DIE LINKE. Frau Kollegin Öztürk, ist das ein Heben der Hand oder nur ein Abstützen? Wer stimmt dagegen? FDP, SPD, Frau Kollegin Öztürk. Und wer enthält sich? Niemand. Und so ist DIE LINKE hatte sich, glaube ich, vorhin mit einer Zustimmung oder was? Nein, tut mir leid. Sie haben zugestimmt, doch. Dann hat diese Beschlussempfehlung eine Mehrheit enthalten. Dankeschön. Und angenommen. War jetzt echt etwas überrascht. Beschlussempfehlung, Tagesordnungspunkt 63, Beschlussempfehlung, Drucksache 19/65/24 zu 19/63/36. Wer dieser Beschlussempfehlung zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? SPD, FDP, DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden.
Tagesordnungspunkt 64, Beschlussempfehlung, Drucksache 19-6525 zu 19-6431. Wer hier zustimmen möchte, bitte um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? SPD, FDP, DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Top 65, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19-6531 zu 19-5272. Wer hier zustimmen? Ja, Herr Kollege Rudolph, bitte schön. Frau Präsidentin, wir bitten, die Ziffern 1 und 2 getrennt abzustimmen. Dann lasse ich über die beiden Ziffern abstimmen. Das ist einmal römisch 1. Wer hier zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, die FDP. Wer stimmt dagegen? SPD, LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Und somit ist dieser Punkt römisch 1 angenommen worden. Dann lasse ich über römisch 2 abstimmen. Wer hier zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, die FDP, SPD. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Und somit ist auch dieser römisch 2 Punkt angenommen worden. Und somit ist die Beschlussempfehlung in Gänze angenommen worden. Dann lasse ich abstimmen über erst Tagesordnungspunkt 66, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19-6532 zu 19-6414. Wer hier zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich? FDP, SPD, LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Und somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Top 73, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19-6555. Wer hier zustimmen möchte, bitte um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, FDP, SPD, DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Und somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. So, damit sind wir, soweit ich das sehen kann, am Ende unserer heutigen Sitzung. Ich möchte Sie noch darüber in Kenntnis setzen, dass nun folgende Ausschüsse zusammenkommen. Zum einen der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss in Sitzungsraum 204M, der Europaausschuss im Sitzungsraum 501A und der Untersuchungsausschuss 192 in Sitzungsraum 510W. Und um 19.30 Uhr wird die Fußballmannschaft des Hessischen Landtags in Funkstadt gegen eine Auswahl von Politikvertretern der Region antreten. Wir wünschen Ihnen, glaube ich, alle viel Glück. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ich unterbreche die Sitzung, und wir sehen uns morgen wieder. Vielen Dank.